Mike Kees und Michelle kannten sich fürs Sommerhaus zu wenig. Jetzt kennen sich die beiden richtig. Mike Kees und Michelle Moonbollin waren im Jahr 2021 Kandidaten bei das Sommerhaus der Stars. Vor allem durch Mikes Umgangsform mit seiner Frau fielen die beiden den Zuschauern negativ ins Auge. Während der Show-Ausstrahlung bekamen sie dann eine Menge Hate ab. Heute hat der ehemalige Kampf der Reality-Stars-Teilnehmer eine Erklärung dafür, warum er sich damals nicht gut mit seiner Frau verstanden hat. Es war zu früh, um ins Sommerhaus zu gehen. Wir waren noch nicht stark genug, wir waren noch nicht lange zusammen, wir kannten uns noch nicht so gut, äußert sich der DJ im Promiflash-Interview während der Dreharbeiten von B. Real, echte Promis, echtes Leben. Auch Michelle ist sich sicher. Jetzt kennen wir uns besser. In Zukunft möchte sich das Couple treiben lassen und den Zuschauern bei B. Real eine ganz andere Seite von sich zeigen. Dem Motto "Die Liebe ist immer stärker" bleibt das Ehepaar dabei stets treu. Ganz in Weiß. Alvaro Soler und Melanie haben geheiratet. Sie haben sich die ewige Liebe versprochen. Der Sänger Alvaro Soler, 32, und das Model Melanie Kroll hatten sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal gemeinsam auf einem roten Teppich gezeigt. Nun haben die beiden den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gewagt. Der Sänger verrät nämlich im Netz, dass bereits im Mai ein bedeutender Meilenstein stattgefunden habe. Alvaro und seine Melanie haben sich das Ja-Wort gegeben, und das ganz in Weiß. Wie Alvaro seine Fans auf Instagram wissen lässt, habe er seine Melanie am 23. Mai 2023 geheiratet. Eine Reihe romantischer Fotos zeigt das verliebte Pärchen an seinem großen Tag. Melanie trägt ein bodenlanges weißes Kleid, während ihr Bräutigam sich für einen weißen Anzug entschieden hat. Unter dem Post finden sich zahlreiche Glückwünsche prominenter Kollegen wie Lena Meyer-Landrut, 32, und Nico Santos, 30. Letzterer lässt mit seinem Kommentar verlauten, auf der Hochzeit sogar zu Gast gewesen zu sein? Ihr seid die Schönsten. Und es war magisch. Im März hatte Alvaro im Gespräch mit Promiflash verraten, dass sein stressiger Berufsalltag seiner Beziehung einiges abverlangen würde. Daher sei es wichtig, dass Melanie immer hinter ihm stehen würde. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es eine Person gibt, die das versteht und dir auch ein gutes Gefühl gibt, wenn du arbeitest und gerade nicht zu Hause bist.